Ich weiß jetzt gar nicht, was mit diesem Buch alles passiert. Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine schöne Vorlage für einen zweiten Teil für Bloodstained. Ja? Sag ich jetzt einfach so frei heraus. Ja, auf jeden Fall. Denn wenn ich mich nicht irre, hat Jibil, der Freund von Miriam, ja auch mit dem Buch dieses Schloss, in dem wir uns da befinden, auch hervorgebracht. Und Alfred ist ja auch noch interessiert daran. Ja. Leider haben sie nichts gedroppt. Wobei ich ja überlegen bin, warte mal. Das ist, glaube ich, gerade der schlauste Weg, das zu tun. Wolltest du jetzt bei Carabosser die Sachen fangen? Genau. Bei Carabosser die Tränke farmen. Also die kann ja auf jeden Fall die Tränke droppen, die Feen benutzen, um uns zu heilen. Ja. Oh, da ist Drop. Für Medizin das erste Mal. Das ist leider etwas schade, dass unsere eigene Karabosse halt die Items, also die gedroppten Items, nicht für uns aufsammeln kann. Wäre natürlich noch so ein bisschen nicer. Aber man kann nicht alles haben. Ich wollte gerade sagen, also die ist schon sehr schön. Ist schon vielseitig, dadurch, dass sie angreifen kann und dadurch, dass sie dich heilen kann. Ja. Plus dann noch halt Secrets aufdecken. Das ist schon ziemlich stark. Ich denke, wenn sie dann noch jetzt so eine Aufhebfunktion hat, das wäre einfach zu vieles gucken. Sorry. Komm zurück! Hausi. Ich glaube, die will nicht. Jetzt aber. Man bräuchte dann am besten so irgendwie so einen Hundevertrauten, so einen fliegenden Köter, der dir die ganzen Items vor die Füße legt. Ja, dafür musst du nur diese Mord farmen, damit er Knochen bekommt. Aber mal für den Staub. Ah, leider nichts. Wie gesagt, kann jetzt kurz etwas dauern, aber das war nur Geld. Manche Münzen sind aber, ich sag mal, an manchen Ebenen auch ziemlich schlecht dargestellt. Also, vom Visuellen her, wenn man nicht genau aufpasst, dann verpasst. Kann man das durchaus auch mal verpassen. Ja. Und mehr Scherben von Carabosser sind natürlich auch immer willkommen. Weil, wie wir schon gesagt haben, je höher die Anzahl der Shards eines Vertrauten ist, desto effektiver wird er dann auch. Ich frage mich, wie viel Medizin wir gerade schon haben. Können ja kurz mal reingucken. Vier. Vier Stück. Bei diesen Tränken ist es exakt so wie bei unseren eigenen. Das heißt, wir können von der Feenmedizin uns insgesamt 9 Stück mit ins Inventar packen. Von den größeren, glaube ich, waren 6 oder so. Und von den größten sind es, glaube ich, nur 1 bis 2. Ich meine auch. Sehr schön, Level up. Dennis, was hältst du davon, wenn du vielleicht mal die Zeit überbrückst und dein Castlevania-Wissen etwas mit den Leuten teilst? Mein Castlevania-Wissen? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Es war einmal vor langer Zeit. Nee, also, du spielst auf jeden Fall das Franchise ja schon länger als ich. Ich ja, also bin dort, ja richtig wo, auf den Geschmack gekommen. Dort, wo meine Liebe zu Castlevania halt ihren Ursprung hatte, das ist nicht wie für die meisten zum Beispiel das Super Castlevania oder das originale Castlevania für die NES gewesen, sondern bei mir hat es ja wirklich mit den Game Boy Advance Teil angefangen. Ich hatte bei das Super Castlevania irgendwann mal bei einem Kollegen, einem Freund oder so mal mit angeguckt, wie er das spielt.
damals noch nicht so die große Interesse gehabt, aber als ich mich dann, das müsste Harmony of Dissonance sein, der Teil mit Juice Belmont. Als ich mich daran versucht habe, habe ich mir gedacht, boah, was für ein geiles Spiel. Also allgemein, ich bin ein großer Fan von dieser ganzen Vampir-Werwolf-Geschichte, von den ganzen märchenhaften, fantasiehaften Drachen und Hasse nicht gesehen. Da kann ich mich wirklich reinsaugen. Und da kriegst du mich auch nicht los. Und da habe ich mich halt auch an den ganzen anderen Teilen versucht. Harmony of Dissonance war... das hatte ich am Anfang sogar noch nicht mal richtig durchgespielt. Also, das war auch das allererste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, hier gibt es verschiedene Endings. Weil in dem einen Ending... Aber das erste Mal, wo du das kennengelernt hast, war doch Demon's Crest gewesen, meine ich. Ich meine nur die Erkenntnis, dass Castlevania sowas hat. Achso. Dass verschiedene Endings, dass Demon's Crest das erste war, das ist richtig. Demon's Crest auch ein sehr schönes Spiel. Es wäre auch irgendwie wünschenswert, also ich meine, Firebrand hat hier und da vielleicht noch seine Cameo-Auftritte. Aber es wäre echt geil, wenn man nochmal so ein neues Demon's Crest irgendwie rauskommen könnte. Na komm, das wird es reichen. Ich will euch auch nicht die ganze Zeit jetzt einfach nur hier mit langweilen. Aber das sind so Sachen, womit man sich halt auch mit wenig Geld nochmal irgendwie Survival-Möglichkeiten beschaffen kann. Mhm. Ja, also ich muss ja sagen, das erste Castlevania, was du mir vorgestellt hast, war ja damals Order of Ecclesia gewesen. Oh, auch einer der schönsten Teile, die ich gespielt habe. Mit einem der schönsten musikalischen Bestandteile, muss man auch sagen. Und auch die Umsetzung oder halt die Umwandlung von dem Soul-System, also dem Seelensystem, wie es in Aria und Dawn of Sorrow war, nach Order of Ecclesia, wo du plötzlich die Glyphen hattest und ihre Bedeutung, wie sie halt in das Spiel eingebaut wurden, mit den Dominus-Glyphen zum Ende hin, wo man überhaupt das Ende freischaltet, war halt sehr, sehr schön. Und auch wie es entwickelt wurde, dass die Nachkommen der Belmonts auch immer noch unter uns weilen, aber halt der Name selbst oder halt so ein richtigen Belmont-Krieger, den gibt es gerade nicht. Also sind halt normale Leute, ein Koch, ein Schmied, du hast da eine Schmuckhändlerin. Aber du bist plötzlich eine ganz neue Hauptfigur, die trotzdem das Erbe der Belmonts weiterträgt. Und wie es alles verpackt wurde, unglaublich gut. Und danach war ja das Castlevania, was ich so richtig mit dir durchgesucht habe, Dingens gewesen. Lords of Shadow. Lords of Shadow, genau. Aber das war auch nicht nur mal eben so durchsuchten, sondern wir haben das Spiel schon, keine Ahnung wie oft, schon durchgespielt. Mhm. Es ist halt, es ist nicht von dieser Welt. Das Ding ist einfach so geil. Also für diejenigen unter euch, die jetzt erst seit diesem Jahr oder so hier mit dabei sind, das haben wir vor einiger Zeit schon mal Let's Played. Zum Channel auch zu 100%, also mit allen Sequels, die man so finden kann. Alle Techniken gekauft, jeden Gegner geplättet. Ich weiß, wo es hingeht, aber hier kommen wir erstmal noch nicht weiter, also werde ich das ignorieren. Erstmal. War mir nur wichtig, dass ich den Eingang schon mal aufdecke. Hier gibt es zu einem Abschnitt, wo man später weiterkommt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man da halt, ob man das nicht schon vorher triggern muss. Also, da bin ich mir unsicher. Ja, erstmal musst du die Zylindstür machen. Mhm. Danach muss man das da triggern und dann... Ja. Okay. Ich liebe diese Musik, die hier kommt, die ist so geil. Und auch der gesamte Aufbau. Hier wieder die Technik, wie sie halt ein 2D-Side-Scroller in 3D umgesetzt haben. Das ist einfach Zucker. Und es ist auch schön zu sehen, dass der Castlevania-Nachfolger auch halt diese Turmstrukturen gut verinnerlicht hat. Oder gut dargestellt hat. Das war jetzt echt mies von dem. Ich halt als erstes hier unten lang, ist mir jetzt auch egal. Hier scheint es eine Kiste zu geben, aber wir sehen sie noch nicht.
Ah, da links. Fragestellung Nummer 4. No. Da können wir irgendwann mal, wenn die Zeit ist, mal wieder zum Killerfriseur. Top und falsch. Top und zack. Nein! Ah, schade. Das war zu früh. Ist glaube ich einfacher, wenn du einmal hochgehst und dann durch den Spalt darunter fällst. Ah, ja. Gut, guter Einwand. So, und da haben wir die Kiste. Nochmal Stahl und Hanf. Da haben wir nochmal einen MP-Max. Das stimmt ja, die Zahnradmechanik ist ja so, die, wenn ihr am Brand seid, dann fallt ihr auch runter. Ach, der Typ ist das, der da mit mir da, aber ich dachte ganz nee. Von der anderen, ah, genau, von der anderen Seite gibt es dann nochmal eine Kiste. Hier ist es auch etwas schwierig mit der Minimap zu arbeiten, weil wie gesagt, ihr geht spiralförmig einen Turm hoch, müsst euch aber auf einer ja, normalen, schlichten 2D-Karte irgendwie zurechtfinden. Kann manchmal etwas anstrengend sein. Es macht schon sehr viel Spaß, also das gesamte Spiel ist ja ziemlich großartig, finde ich, designt. Ja, da haben wir auch das erste Mal unseren Wuffi gesehen. Ah, verdammt. Eigentlich. Aber das wird noch öfters vorkommen, irgendwo runterfallen, wo die Sprünge noch zu kurz sind. Wenn wir erstmal das ein oder andere Upgrade haben, wird es einfacher. Wenn sie springen möchte, auch. Und solche Stellen finde ich immer ganz, ganz fürchterlich. Wenn du praktisch gezwungen bist, einmal ganz nach unten zu fallen. Sehr schön. Tu mir mal so, als hätten wir das nicht glaube, gesehen. Ich glaube, das hätte nicht so sein sollen. Muss ich einfach mal so behaupten. Na komm, Miriam, da kriegst du ihn. Oder auch nicht. Muss den richtigen Moment da passen. Da meine Sonnenbrille halten. Yay. Nein. Ist die Frage, müssen wir jetzt da schon weiter hoch? Oder? Ich will wissen, ob ich das hier so schon so schaffe. Was nämlich dann noch aussieht. Weil so komme ich zu dem Wuffi hin. Okay. Nice. Er hat eine der geilsten Fähigkeiten, die man haben kann. Ja. Also unglaublich nützlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob es er oder sein Nachfolger ist. Wir haben auf jeden Fall für den Werwolf haben wir auch noch eine Quest am Laufen. Sehr schön. Und da haben wir ein weiteres TP-Max. Bei Miriam wird er schon richtig beefy. Das ist halt, ihr könnt halt einiges gut machen, indem ihr einfach nur euch die Zeit mit einer Map aufzudecken. Und eine weitere Scherbe. Ich weiß, du brennst auch schon darauf, weiter zu spielen, aber... Obwohl, ich spiele mit dem Gedanken, den Boss dies also hier zu überlassen. Erstens, weil du mehr Erfahrung hast als ich, wie man gegen ihn kämpft. Und da ja, ja. Und zweitens, weil du beim letzten Mal gesagt hast, du willst es auf jeden Fall das nächste Mal etwas besser machen. Ja, ich habe mich da beim ersten Mal auch ein bisschen dumm angestellt. Er hat da, auch der Boss ist aber auch relativ anstrengend und schwierig, ja. Muss man durchaus gestehen. Nee, ich meine nur, wenn du ich kenne das ja von, ich möchte jetzt mal an der Stelle sagen, beispielsweise Metroid Fusion und so. Wenn du in einem Game so deinen Nemesis triffst, dann ist das ist halt eigentlich dann so ein Muss. Es gibt bestimmt Türen, die ernsthaft, das habt ihr mir in Mission 1 erklärt. Danke. Es könnte ja sein, dass man das schon ja, vergessen hat. Ja, das jetzt hier nochmal gebraucht. Wieso? Miriam? So, und das soll schon gewesen sein, oder? Jetzt weiß man nicht, was für Türen haben sich geöffnet. Das habe ich nochmal hier runter, weil... Die
scheint nichts zu sein. Ich glaube, Karaboss hätte da auch schon längst ausgeschlagen. Eigentlich möchte ich deine Fähigkeit. Dankeschön! Der Blitz ist ziemlich cool, meine ich. Ja. So, ich links und rechts müsste es, meine ich, einen Speicher geben oder einen Teleporter. Killerbilder! Moderne Kunst, ich meine altertümliche Kunst. Alle drehen Miriam. Voll gemein. Hat sie auch gerade so gemerkt. Miriam hat so gerade ihren Aqua-Moment. Ich bin auch noch da. So, da geht's einmal zu einem anderen Abteil. Hier haben wir noch ein Bücherregal. Machtschlag. Mächtiger eine Klingenangriff. Waffen, Ulfbert, Schwert, Hofhut und Riedil. Ein Speicherraum, sehr convenient. Ich muss sagen, auch hier die Speicher sind auch viel besser angebracht, weil ja, wenn ich mich an Area of Sorrow erinnere, die in dem ersten Spiel Minuten, Stunden, ist es etwas anstrengend mit dem Speichern. Es gibt aber auch andere Castlevanias, die halt, die fucken dich schon ein bisschen ab. Also hier sind wir auf jeden Fall richtig. Na, ah, Schattenelement. Ein Donnerelement. Au. Oh nein, ein Stuhl. Böser oder guter Stuhl, wir werden es nie erfahren. Ja, nie würde ich nicht sagen, aber nicht jetzt. Und nochmal. Das hätte ich wohl vergessen. Dankeschön. Aber auch die Bibliothek, wie die hier gemacht wurde, ja, ist... die ist ziemlich cool. Schon ziemlich geil. Hier müssen wir vorsichtig sein, wie wir hier weitergehen, weil man sieht ja im Hintergrund auf jeden Fall diese Bücherregale, die wir auch herausziehen können, wie Christian das jetzt gerade macht. Es gibt aber auch Monster, die hier eingesperrt sind, und das sind diese kleinen Affen. Die Affen, die können einem das Leben echt zur Hölle machen. Problem ist, sie müssen teilweise... Die halten auch zu viel aus, finde ich, und machen zu viel Schaden. Ja, weil das schon die Fortgeschrittenen war. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ich muss einen Smaragd noch bekommen. Okay, da... Jo, so sollte es eigentlich funktionieren.
Da müssen. Reicht das mit dem? Jo, die Brücke sollte jetzt auf jeden Fall stehen. Nee, von hier aus wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Aber vielleicht kommt Miriam jetzt schon so rüber. Ich denke mal, eine gewisse Strecke kann sie auf jeden Fall springen. Jo, das sieht doch gut aus. So. So. Das ist jetzt einfach nur zum Schieben gedacht. Aber links unten müsste es auch noch einen Geheimraum geben. Oder was heißt Geheimraum? Offensichtlich ist da ein Raum. Sehr schön. Das ist auch für den Anfang ein sehr, sehr gutes Schadstück, was man da bekommt. Jo, das Begrüßungskomitee funktioniert folgendermaßen, dass halt man so im Miriam herum sich eine Bilderbarriere oder Porträtbarriere erschaffen wird. Und je höher man die aufsteigen lässt, desto höher wird dann auch im Endeffekt der Schaden. Okay, den Dämon kriegen wir auf jeden Fall jetzt schon gut runter. Ach stimmt ja, da muss man ja von oben das Bücherregal einmal runterfallen lassen. Da muss man halt nicht diesen Umweg gehen, sondern kann direkt jetzt unten so eine Art Treppe hochnehmen. Genau. Und hier sollte es dann weitergehen. Und da sehen wir auch... Freund. Genau. Das ist so mein Beschworener, der Beschworene meiner Wahl. Wie sieht's? Komischer Scheißwagen. Buch, so. Kommt zurück. Leider die Schatten noch nicht gedroppt, aber hier werden sie auf jeden Fall noch öfters auftauchen. Au. Vorsichtig. Klassiklich Schmerz. Na, leider noch nichts. Hoch. Da musst du mit dem Bücherregal arbeiten. Du kannst dich direkt draufstellen. Und sliden wir mal genüsslich rüber. Okay, an die erinnere ich mich gar nicht mehr. Doch, ich mich schon. Als die Zitronen oder was das war. Stimmt ja. Mit Rubin und so. Okay, danke fürs Treppchen. Wer auch immer das war. Ah, ich weiß, wo wir jetzt gerade sind. Und über uns wartet uns noch eine weitere Gestalt. Also ein weiterer Charakter hier in diesem Schloss. Aber das ist gut, dass ich jetzt hier hinkomme, weil da kann ich hier den Boss machen. Und du kannst... gegen den Zwillingstrafen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so vorgesehen, weil von ihm bekommt man, glaube ich, jetzt auch eine schöne Fähigkeit. Mhm. Wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Danke schon. Oh Gott. Gegen den. Habe ich das jetzt mal gegen ihn gekämpft? Ich meine. Gut, er scheint nicht sehr viel zu machen. Okay, jetzt fängt er an zu springen. Die Problematik ist, ich habe mich halt gerade da gefangen gehabt. Ja. Wir sollten auf jeden Fall noch den einen oder anderen Heiltrank haben. Karaboss hat ja auch noch. Okay, das trifft mich auch, wenn er out of vision ist. Du Arsch! Was sollst du, eine Heilung nehmen? Ich dachte eigentlich Karabasso wieder, aber sie war gerade mit Zaubern beschäftigt. Ja, das Casten, das dauert dann schon seine Zeit. Auch vom Design her muss ich sagen, das fiel mich wirklich eher an ein, ich sag mal, ein Geschöpf aus den Mega Man-Teilen erinnert, als aus den Castlevania-Teilen.
die kritischen Treffer sollten dir auf jeden Fall auch sehr bei diesem Kampf helfen. Ja, ich hatte ihn gerade schön so ein bisschen gelockt. Ah, dem Ding zu touchen soll. Ja. Er macht halt immer diesen Doppelsprung vorher, aber es passiert halt so schnell, dass man kaum Zeit hat, um auszuweichen. Aber doch sehr gut gemeistert. Ist jetzt nicht so der skillreichste Fight gewesen, aber... Ja, irgendwo muss ja auch, sag ich mal, auch der Gegner mitspielen. Und wenn vor allen Dingen, wir haben halt am Anfang noch nicht so viele Fähigkeiten, um trickreich zu kämpfen, sag ich mal.